herzlich willkommen zurück zum Projekt Vernichtung, Zerstörung. Genau, Zerstörung. Zerstörung, Vernichtung und unserem Weihnachtsbaum, der jetzt aktuell auch stirbt. Der eigentlich aktuell nach dieser Aufnahme nicht mehr aktuell ist. Genau. Aber wir haben ihn nur für euch gemacht. Ja, wir sind eigentlich vor Weihnachten nicht mehr zum Aufnehmen gekommen, also. Genau. Schaut all die Geschenke für euch. Die nach der Folge natürlich entfernt werden. Und all diese Schneegolems. So, da wird. Ja, die Schneegolems kannst du umbringen. Die interessieren keinen Menschen mehr. Ich muss. Hilfe, ich werde beschossen. Ich muss das nochmal alles entfernen. Leider. Machen kann schon mehr, leider. Ja, komischerweise. Oh, Sekunde. Das sieht schwierig aus. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Warte, Moment. Ich muss nur ganz kurz. Die Musik ausgegangen. Ah. Schwierig. Ja gut, wie war euer Weihnachten so? Erzählt uns ruhig, es interessiert uns eh nicht. Also so. Mich nicht. Haha. Musik! Ich habe sie natürlich nicht vergessen. Ne? Ja, unser Weihnachten war recht toll. Ich habe mir, weil es Weihnachten war, einen neuen Skin zugelegt. Yay! Wuhu. Von einer Weste, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt einen neuen Skin gemacht habe, da mein alter Skin ja sowieso schon verloren war, weil der auf dem alten Rechner war. Und ja. Ja. Schwierig. Jetzt habe ich mir kurzerhand einen neuen Skin gemacht, ne? Du wolltest, kurze Zwischenfrage, du wolltest die Energy Conduit haben? Ja, die Energy Conduits. Okay, was braucht man hier? Binder Composite, Gravel, Sand und Clay. Eieieiei. Schwierig. Jawohl. Tu es. Jetzt. Sofort. Gravel, Sand and Gravel. Und wer sich fragt, welcher Idiot, warum hat der Idiot da wieder die halbe Wand eingerissen? Weil mir diese kleinen Blätter gefallen. Immer das Gleiche mit ihm. Mhm. So. Aber perfekt. Ist ja gut, immerhin einer, der schön baut. Ja, mein Weihnachten war jetzt auch nicht so spektakulär, aber das passt schon. Es war nur schwerwiegend, ne? Ja, eigentlich war es recht entspannend. Ohne den guten Centauro. Was? Was? Bitte? Ich habe nichts gehört. Du? Nein. Na eben. Wer sind sie? Ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Ah, okay. Ich frage mich sowieso, warum ich mit ihnen aufnehme. Weil sie sonst keinen haben. Oh, der war tief. Stimmt. Der war schon ein wenig gemein. Ja. Und auch gelogen. Wir hatten ja schon mal den guten Omega bei uns dabei. Stimmt, ja. Kann der eigentlich auch? Also ich meine nur. Da ist keine Kohle mehr drin. Ja. Egal. Dafür kann ich weißen Mushroom. Okay. Ich pflanze mal ein paar Pilze an, das ist so auch meine Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit. Mhm. Eine Höhe. Also, White Mushrooms musste man, glaube ich, auf Baumstämmen anpflanzen. Haben wir den ganzen Müll reingeworfen? Ach, da ist der ganze Müll. Ich habe übrigens was vorbereitet, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Echt? Weil ich böse bin. Hey, was? Weil ich es vergessen habe. Ich dachte mir, als kleine Entschädigung dafür, dass wir es nicht schaffen, über irgendwelche Themen zu reden, habe ich mal so einen zufälligen habe ich mal irgendwo einen zufälligen Fragebogen für Hardcore-Gamer ausgegraben und ich dachte mir, wir könnten die Fragen beantworten, denn das ist wahrscheinlich durchaus besser, wenn wir über sowas reden. Okay, dann leg los. Also die erste Frage ist, seit wann spielst du Videospiele und weißt du noch, welches dein erstes Videospiel war? Wow. Also angefangen habe ich zu spielen mit 12, 13 Jahren. Das war natürlich klassisch mit Pokémon. Also mit der gelben Edition sogar, nicht mit Blau. Richtig, ja. Mit der gelben Edition. Und mein Cousin hatte die blaue Edition und sagte mir halt immer das mit Missing No, ne? Also
Und ich war immer so eifersüchtig, weil ich immer so große Poker, so starke Pokémon gehabt hat. Und meine durch ellenlanges Todestraining nicht ein Stück gewachsen sind. Und ja, dann hat er gesagt, er trainiert halt mit Missing No, ne? Und letzten Endes, nachdem ich auch endlich ein paar hunderter Pokémons gehabt habe, waren seine irgendwie total schwach. Da weiß ich nicht, da hat mir zu Weihnachten mir ein Link-Kabel gewünscht. Und das habe ich bekommen. Die guten alten Linkkabel, das waren noch Zeiten, ja. Und beim PC-Spiel? Beim PC-Spiel, mein erstes PC-Spiel war. Herrscher des Olymps müsste es eigentlich sein. Das, was ich aktuell auf meinem Kanal Let's Play. Haha, das Schleichwerk. Ach, Tatsache das. Das war das Okay. erste. Doch, es war das erste. Das hatten meine Eltern für ungefährlich befunden damals. Ja, es ist oft schwierig, ja. Da war ein Loch. Mist. Scheiße. Sagt man nicht. Also, ich muss schon sagen, ich laufe hier nur durch die Gegend und esse eine. Zombie. Wo bist du eigentlich, Ich Zwille? bin in ein Loch gefallen, in ein tiefes, böses Loch. Ja, seit wir die Folge hier aufnehmen, das weiß ich schon, aber. Wow, Zombie Armada. Gut, während Lukas stirbt, da kann ich ja mal meins erzählen. Ja, mein erstes Konsolenspiel dürfte. PC-Spiel. Ah, Konsole Das vorher. Konsolenspiel. Mein erstes Konsolenspiel dürfte tatsächlich Legend of Zelda Ocarina of Time gewesen sein. Müsste, der Klassiker eben. Die Nintendo Generation. Und war natürlich auch ein großartiges Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es das war, aber ich meine, es wäre das gewesen. Und das erste. Das war natürlich wieder. Dumm, dumm. Und das erste Computerspiel war. Das war das erste Computerspiel. Dieses merkwürdige Spiel, das heutzutage eh niemand mehr kennt. Dieses Beyond the Third Dimension, so eines der ersten 3D-Spiele, das es damals gab. Wo es eigentlich kaum irgendwelche interessanten Funktionen gab. Man rannte halt so durch so eine 3D-Gegend und hat aufgebaut und zerstört. Es war damals als Kind war das wunderbar und toll, aber eigentlich war es eher schwierig nach heutigen Maßstäben. Nee, obwohl ich sagen muss, ich spiele sehr gerne ältere Spiele lieber, weil erstens mal mir gefällt der Grafikstil, obwohl ich nichts gegen eine HD-Grafik auch zu sagen habe, ne? Ja. Und was mache ich da jetzt eigentlich? Ich laufe. Aber ehrlich gesagt, so wie Herrscher des Olymps, die Pixel-Grafik, ne? Und das Gezeichnete, das taugt mir halt schon sehr. Ja, es kann schon. Also Retro muss nicht unbedingt heißen, dass es scheiße aussieht und sich scheiße spielt. Meistens ist es ja gerade so, dass die Spiele, wo wenig Fokus auf Grafik gelegt wird, umso mehr Fokus eben auf. Hallo. Umso mehr Fokus auf ST. Wenn man den verstanden hat, umso mehr Fokus auf das Gameplay legen und die Story. Und das ist halt eben das, was im Endeffekt zählt, sag ich mal. Womit wir auch eigentlich elegant auf eine andere Frage übergeleitet haben aus meinem Fragebogen. Und zwar, was sind für dich die wichtigsten Punkte bei einem PC oder Videospiel? Also Grafik, Sound, Story, Atmosphäre, Langzeitspaß etc. Langzeitspaß, nee, eigentlich. Ja, was ist für mich wichtig? Das ist gut. Also, das ist eine gute Frage, mein lieber Herr, werter Herr Freund, ne? Dann könntest du mir inzwischen sagen, während du überlegst, was ich mit den ganzen Energy Conduits machen will. Was wollen wir überhaupt machen? Wollen wir einen Generator haben oder wie, Nee, was? die Energy Conduits. Was hast du damit vor? So, ich zeig dir. Eine Kiste. Ich benötige eine Kiste kaputt hauen. Mit Schwert. Ich beschwere mich auch. So. Wenn du jetzt hier auf den unteren genau und den nächsten und jetzt klickst du mit mir auf die Segmill und gibst konfiguriert ein, ne?
Dann kannst du auf Push stellen. Hä? Und schon haben wir eine fertig automatisierte, ne? Erzverbrennungsanlage. Ach so, du meinst diese, diese I.O. Configuration meinst du? Genau, ja. Ah, okay. Damit kenne ich mich ja gar nicht. Also ich habe tatsächlich angefangen, Deckworld auch privat zu spielen, tatsächlich. Ein bisschen. Deckworld? Ich habe ja eben überhaupt keinen Minecraft mehr gezockt, aber habe es dann ein bisschen angefangen. Bedauerlicherweise ist mir dann aber Fallout 4 dazwischen gerutscht. Also ist eher schwierig. Ja, also bei Fallout 4 kann ich es natürlich so komplett verstehen, aber das hat leider auf meinem Rechner keinen Platz mehr. So, ich mach mal folgendes. Ich leg dir die Energy Conduits hier in diese Kiste und gehe mal ein bisschen auf Erkundungstour. So H war es. Nein, nicht H. Das war Map. Das war nicht M, das war... was war... Ja, das war falsch. Was war denn die Map? Falls du Marble findest, ne? Ja. Könntest du mir das mitbringen, bitte? Kann ich gern machen. Womit öffnet man denn die Scheißkarte? War das nicht mit M? Mit J. J? J. Doch, J müsstest du. Ja, doch. Okay. Dann gehe ich mal in irgendeine Richtung, damit wir uns ein bisschen auskennen. Denn Homepoint habe ich eh gesetzt, damit ich mich zur Not auch porten kann. Würde ich natürlich nie tun. Wie war nochmal die Frage? Entschuldigung, ich war jetzt aufs Baum. Ja, genau. Die Frage war, was uns denn. Hallo Spinne. Was uns denn wichtig ist bei PC-Spielen? Also welche Aspekte? Auch. Also für mich hätte ich jetzt einfach mal schnell gesagt, sie müssen mir gut Spaß machen, logisch, ne? Aber. Ja, in welcher Art? Du hast ja eigentlich eh schon teilweise beantwortet, indem du gesagt hast, du. Die ist die Grafik zum Beispiel weniger wichtig, aber dafür ist halt. Ja. Gameplay, also das Gameplay ist mir extrem wichtig. Das ist, soll nicht so schwammig sein und komisch oder sonstiges, ne? Von der Steuerung her oder vom Spiel selbst? Vom Ganzen selbst. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Maus klicke, dass wenn ich mit der Maus nach hinten, dann sollte es gleich passieren und nicht. Ne? Mhm. Flüssig. Genau, flüssige Übergänge, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Point-and-Click ist, ne? Mhm. Dann sollen die Klicks angenommen werden, weil es macht auch keinen Spaß, wenn du klickst und 2000 Trilliarden Jahre passiert erstmal was. Mhm. Und ja, das finde ich also sehr wichtig bei Spielen. Tatsache, ja, auch das kann ich zustimmen, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Grafik ist und bleibt eine zweitrangige Sache. Auch natürlich, wie du schon sagst, wenn es natürlich schön ist, da hat keiner was gegen. Natürlich, also HD-Grafik ist natürlich um Längen besser als jetzt so ein schmuddeliges, was war das damals, 500 Gedöns, keine Ahnung. Du weißt, was ich jedenfalls meine, ne? Ja. Ja. Gut. Dann war das deine Antwort, dann ist meine Antwort, ja, eigentlich ziemlich ähnlich, muss man sagen. Grafik ist und bleibt zweitrangig, auch wenn man sagen muss, teilweise verstehe ich. Also Fallout 4 ist ein gutes Beispiel. Fallout 4 basiert ja auf einer Grafik-Engine, die man so schon aus Skyrim kennt. Und Skyrim war, als es rauskam, war es ein ganz hübsches Spiel. Inzwischen muss ich aber sagen, braucht man echt schon ein paar HD-Mods, dass man sagen kann, das Spiel ist es wirklich wert, als AAA-Titel gehandhabt zu werden. Denn AAA-Titel, ich hasse das Wort eigentlich, definieren sich für mich unter anderem dadurch, dass sie eben die bestmögliche Grafik liefern. Oder zumindest eine angemessene Grafik. Und ja, das ist halt bei Fallout 4 nicht gegeben. Die Grafik ist zwar ganz stimmig, aber im Endeffekt, wenn man genauer hinschaut, ziemlicher Mist. Verwaschen und so, ne? Genau, verwaschen. Und ich habe ja gesagt, ich mache ein Fallout 4 Blind Let's Play, habe mich dann aber dagegen entschieden, als ich mir ein paar Videos angesehen habe, weil ich wusste, ich muss ein paar Mods installieren, damit ich das Spiel genießen kann. Und ja, da bin ich jetzt eben dabei. Ich spiele das Spiel ein bisschen voraus, damit es nicht kommt. Ist jetzt halt nicht komplett blind, ist halt blöd gelaufen, aber ich möchte zumindest wissen, welche Mods ich installiere und ob die stabil sind.
damit das auch zum Zuschauen angenehmer wird. Schleichwerbung. Ja, natürlich. Also ich finde bei Skyrim allein schon der als Overhauling, ne? Also als Flora-Overhauling. Mhm. Ja, da gibt es echt verdammt viel geile Mods. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde eine nordische harte Welt schon gut, aber es gab sicher keine nur grob schlechtige Menschen, also die was Gesichtszüge haben, als wären sie 5 Trilliarden Jahre im Wetter gelegen und in der Sonne gelegen und hätten so eine wettergegerbte Haut, ne? Ja, es ist also einfach, ja, schade. Muss ich schon sagen, dass das ein bisschen vergriffen ist bei Skyrim. Aber ansonsten die Story, beziehungsweise welche Story? Ja. Fuck auf die Story, Hauptsache Nebenquest. Und genau das Gleiche haben sie halt wirklich durch die Bank gemacht. Es ist ja bei Fallout das Gleiche. Die Story ist eigentlich komplett nebensächlich. Du konzentrierst dich halt von Anfang bis zum Ende nur darauf, dass du halt deine Nebenquests machst und halt diese kleinen Stories nebenbei hast. Das ist halt einfach viel cooler, wenn du irgendwelche Orte entdeckst oder dergleichen. Also bei Skyrim war ich immer total happy, als ich noch einen neuen Ort entdeckt habe, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Na, welches Zitat war das jetzt? Ha, schreibt's mal rein. Jedenfalls, ich war immer total happy und dann hat es mich immer so gefreut, dass ich den Ort entdeckt habe. Wie geil und so, ne? Also so Entdeckerfreudigkeit, ne? Das ist bei manchen RPGs kaum bis gar nicht. Beziehungsweise wie heißen es? Unsichtbare Wände? Oh ja, das ist für mich auch so ein Unding. Unsichtbare Wände sind so eine Sache, da kriege ich das Kotzen. Ich meine, wenn ich in ein Meer gehen soll, wo ich nicht hingehen sollte, ne? Dann bitte lasst es mir ersäufen oder sonst was. Aber nicht direkt von am Strand, kurz vorm Wasser, eine unsichtbare Wand dahin, wo ich mir denke, ja, es sieht zwar schick aus, aber ich, ne? Es ist zum Beispiel wieder sowas, was einem richtig auf die Nerven geht. Und da denkt man wirklich, und das vermindert aber auch den Spielspaß. So, sorry. Schon, ja. Muss ich dir zustimmen. Also zumindest mir, ne? Es ist halt auch einfach, bei Fallout mache ich sehr gern so, dass ich eine, wie es so schön heißt, Enderlily sieht. Und ein Nametag, cool. Ich habe noch so einen Baum gefunden. Ich muss ja auch sagen, dass ich gerade vergessen habe, was ich sagen wollte, weil ich so geflasht war von diesem Baum. Dass ich es schade finde, wenn zum Beispiel Spiele sich auf die Fahne schreiben, sie wollen realistisch sein und im Endeffekt ist es dann komplett unrealistischer Bullshit. Es ist halt für mich so, wie es so schön heißt, Immersion, dass halt auf das einfach zu wenig Wert gelegt wird. Dass man will ja in die Spielwelt eintauchen und wenn das aber irgendwie alles unlogisch und schlecht aufgebaut ist und schlecht durchdacht ist, dann kann man sich da irgendwie nicht so richtig reinfühlen. Ich möchte nicht unterbrechen, aber wir haben bereits 18 Minuten. Oh, richtig. Und ja, es ist die Zeit vergangen. Ich war total unproduktiv. Und ich habe eine Spalte gefunden. Das ist doch schon mal gut. Jetzt musste ich sie nur noch treffen. Na gut. Wer mich kennt, weiß, dass das kein Problem ist. Was? Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, Arrivederci und gut, bye. Ciao.